Herzlich willkommen zurück zu nicht XCOM, zu Blood Bowl 2 mit der Rezu. Ich bin Rezu. Wir spielen gegen, ich habe den Namen des Teams vergessen und des Coaches. CH und dann geht's weiter. Wir haben einen neuen Spieler drin. CH1306. Mit der Spremberger Bruderschaft. Er hatte 270.000 Portokasse, hat sich dafür ein Bloodweiser Babe gemietet und zwei hohe Bestechungen. Ich schreibe dem das, seit er sich gemeldet hat für die fürs Spiel, für die Terminfindung. Wo er gesagt hat, dass er die Texten treten möchte und ich sage ihm immer wieder, er soll davon absehen. Aber irgendwie scheint das nicht zu verstehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht so eine psychische Blockade, wie ich sie offenbar selbst hatte, als ich den Namen meines neuen Spielers gewählt habe. Ich habe nämlich offenbar verdrängt, dass ich schon meinen Hannibal Lecter hatte. Aber Hannibal Lecter kehrt zurück. Wahrscheinlich vollkommen anders als beim letzten Mal. Ich glaube nämlich, beim letzten Mal war er ein Blitzer, bin mir aber nicht sicher. Das steht in meiner Liste nicht. Wir haben nur zwei Ersatzspieler diesmal. So, Rupert Giles hat immerhin seinen Block. Das ist schon mal ganz gut. Jason Solo soll bitte weiter hinten stehen. Mal sehen, seine Leute haben vier Ringen. Ich habe mir gar nicht sein Team vorher angeguckt. Das sollte man eigentlich immer machen. Und ich vernachlässige das ziemlich. Ja, das ist hier. Oder? Ja, okay, das machen wir so. Ja, beim letzten Mal wurde uns hier leider James Moriarty zertreten. Was ich nicht so schön fand. Was haben wir denn hier? Egon Wochatz. Mutter Birnbaum. Felix Wirth. Räuberhauptmann Lauermann. Klaus-Peter Schulze. Obrist Hadubrand. Dietrich dem Jüngeren, was? Wilhelm der Dritte. Gut, ich nehme an, das werden Anspielungen sein, die ich nicht verstehe. Und mir kommt's bekannt vor, also der Name der Mannschaft. Ich werde wahrscheinlich schon mal gefragt haben und es leider wieder vergessen haben, wozu das gehört. Felix Wirth. Wer nichts wird, wird Felix Wirth. Okay, ist auf Krawall gebürstet, wie es aussieht. Das gefällt mir ja gar nicht. Die haben auch noch hohe Rüstung. Also Rüstung 8. Ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn man gegen Orks kämpft, aber die Bretonen können schon ein bisschen was aushalten. Ist zum Glück auch das Einzige, was sie können. Okay, der hier kann vielleicht ein bisschen nervig sein. Ein Unterstützer mit Knochenbrecher. Hier haben wir noch einen Unterstützer. Okay, ja, der ist... Das Unerschrocken bringt ihm überhaupt nichts. Das Rasend eventuell. Muss ich ein bisschen drauf aufpassen. Aber Tackle und Knochenbrecher. Das ist der, den wir hier nicht sehen wollen. Generell nicht. Nirgends. Gut, wir bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das gefällt mir. Und da hilft ihm sein Tackle schon. Hoffen wir, dass ihm nicht auch noch sein Knochenbrecher hilft. Okay, alles gut. Mit der Manndeckung direkt rein? Ich denke nicht. Offenbar gab es einen Patch, oder? Moment. Nee, bei der Manndeckung stand immer da, was. Nee, Moment. Bei der Manndeckung stand die Prozente vorher nicht da.
glaube ich. Ah ja, hier, jetzt stehen sie nämlich wieder nicht da. Fehlgeschlagen, schade. Und bitte stehen bleiben. Sehr gut. Ah, verdammt, der hat Ring. Nervig. Sehr nervig. Gut, der ist. Er hat die so hin und her bewegt, dass ich nicht alle gesehen habe. Da sind tatsächlich ein paar lästige drin. Und wir können ja einfach mal so das uns genauer angucken. Gut, wir haben zwei Tackler auf dem Feld. Zwei gegnerische Tackler auf dem Feld. Insgesamt haben wir natürlich mehr. Ah, okay, er will mit den zwei Würfeln Cement Sakata angreifen. Gefällt mir jetzt nicht so sehr. Okay, nur ein Schieben, wunderbar. Wir gehen dahin. Ich hätte hier hingehen können, dann hätte ich den angreifen können gratis. Hm. Ah, er will den Assassinen faulen. Okay. Sehe ich jetzt nicht so selten. Gewöhnlich erst, wenn ich ein paar Leute damit getroffen habe. Und selbst dann ist es sehr selten, dass die Assassinen direkt angreifen. Da braucht er nicht mal den Reroll. Shiri! Shiri! Und der hat auch noch einen Skill dafür. Au, Shiri! Okay, noch eine Lähmung. Gut ist das dennoch nicht. Okay, Hank Pym hat abrollen. Das ist schon mal gut. Aber wir müssten hier zwei Leute ranstellen, damit wir da was Vernünftiges kriegen. Oh ne, drei Leute, das ist auch noch ein Plus-Stärke-Kerl. Und der Unterstützer stört dort ein bisschen. Das macht es nicht wirklich besser. So hatten wir den einen Würfel gegen den hier. Gegen den genauso. Der da hat auch Tackle? Nein. Ne, es war tatsächlich. War die Doppel-1, ja. Mit der habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Tja, dann ist das ein sehr schlechter Start. Jetzt liegt sie auch noch sehr, sehr ungünstig. Er kann da ohne Probleme faulen. Genau bringt die Foul-Fähigkeit hier gleich. Darf ich nicht lesen. So. Nur +1 für jeden Rüstungs- oder Verletzungswurf, wenn der
Ah, wenn Foulwurf ist, okay. Okay, er schiebt und ringt nicht. Dann möchte er hier nochmal angreifen, okay. Also höchstwahrscheinlich. Ich wüsste nicht, warum er es sonst gemacht hätte. Ich denke, das Sinnvollste wäre für ihn gewesen, ihn auf den Boden zu schicken, auch wenn es keinen Rüstungswurf damit gegeben hätte. Also durch Ringen. Der hat doch Ringen, ne? Ne, der hat gar keinen Ring, deswegen. Okay. Gemein. Okay, alles in Ordnung. Und er folgt nicht, das ist auch in Ordnung. Natürlich mache ich mir ums Mensa Kater Sorgen. Weil er böse Dinge vorhat. Ich sehe ihm das doch an. Autsch. Okay, wenn wir... Oh Gott. Okay, nur eine Demo. Ich wollte gerade sagen, wenn wir mit Artemis Fowl hier dann einfach aufstehen würden im nächsten Zug und hier rüber springen würden, hätten wir schon ein klein bisschen was gewonnen. Will er mir aber nicht erlauben. Jetzt will er mir nicht mal mehr erlauben, hier durchzukommen. Das hier wären, glaube ich, 67, 83, nochmal 83. Schiri! Schiri! Okay. Müssen wir uns ein bisschen in den Weg stellen. Okay, endlich haben wir mal ein bisschen Schaden angerichtet. Natürlich noch nichts Großes, aber muss erstmal reichen. Ganz viel würfeln, was mir auch nicht wirklich zusagt. Du stehst mal auf. Du stehst mal auf. Du stellst dich hier in den Weg. Und du stellst dich hier mit dran. Du gehst... Ah, da will ich nicht mit ran. Ne, wir bleiben hier ein bisschen außen stehen mit ihm. Ist mir immer sehr unangenehm, gegen Leute zu spielen, die überhaupt keine Scheu davor haben, zu faulen. So gar nicht. Okay, er will sich hier freikämpfen. Damit komme ich klar. Okay, wir werden geschoben, das ist in Ordnung.
Er folgt nicht, weil er hier noch dann besser zuschlagen kann. Also, das wäre zumindest meine Vermutung. Eventuell folgt er auch, damit er hier blitzen kann. Das ist auch eine Option. Wir machen mal wieder die erweiterte Ansicht aus. Oh, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er ohne Blitz mit dem Beiträger angreift. Mit Blitz? Okay, ja, wäre möglich gewesen, aber das ist erstaunlich. Okay, dann macht er den Blitz gegen Felicity Smoke. Oh, ist das der Rasende? Nee, ist es nicht, aber. Okay, sehr schön. Selbst mit Ring. Ah, okay, will er nicht. Er will nicht, dass wir wieder aufstehen. Also, dass wir den hier angreifen. Und er dann rumliegt. Also, das hier sind keine Unterstützer. Wir müssten uns um den hier noch kümmern. Dann bekommen wir den einen Würfel. Einen Würfel mit Ball entreißen wäre schon mal hilfreich. Foult er mit so wenig Leuten? Ja, macht er tatsächlich. Schiri! Schiri! Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Ja, damit ist er raus für diese Runde. Da kann ich nicht groß was machen. Hätte ich nämlich die Verletzung versucht zu heilen, dann hätte ich sie eben später nicht mehr gehabt für Felicity Smoke. Falls ihr was zustoßen sollte. So. Weg. Geschlagen, schade. Warum habe ich da nur. Achso, klar, das, aber man bekommt einen Malus, wenn man das einsetzt. Ist schon irgendwie gerechtfertigt. Okay. Sehr schön. Wir folgen mal. So. Wenn wir uns mit unserem neu und falsch benannten Hannibal mal hier hinstellen, bekommen wir hier den verdammten Unterstützer. Okay. Hoppala, nein, das will ich nicht. Okay, wir haben uns mit Stephen Hawking noch nicht bewegt. Wenn wir hier aufstehen, den hier wegkriegen. Sehr schön, wir müssen folgen, damit wir auch den Weg frei machen. So, dann benutzen wir hier den Blitz. Ich sagte, wir benutzen hier den Blitz. Hier benutzen wir den Reroll. Reicht mir. Reicht mir doch nicht. Verdammt. Mal wieder nicht alles beachtet. Der hat nämlich die Antifähigkeit. Das Ballgefühl. Hoppala. Hier könnten wir abrollen. Wunderbar. So, eine Lähmung, aber das reicht mir auch erst einmal.
Das Wichtige ist, dass wir hier einigermaßen auf dem gleichen Stand bleiben. Er hat zwei rausgehauen, ich habe zwei rausgehauen. Und er hat gerade einen Pau verschwendet. Dadurch, dass er sich für einen Doppelpau entschieden hat. Okay, da ist alles gut. Na, du hast doch nichts Böses vor. Ich glaube fast, der hat doch was Böses vor. Ja, wenn er uns hier rausschiebt, dann haben wir ein Problem. Ja, er kann jetzt hier hinschieben. Dann braucht er nur noch einen Treffer. Den muss er dann mit einem Würfel schaffen. Aber... Achso, nee, er kann noch jemanden ranholen. Das ist problematisch. Das ist verdammt problematisch. Was? Okay. Gut, wunderbar. Das halten wir aus. Ah, er hat den Blitz gemacht, damit er sich noch mit ranstellen kann. Ich verstehe. Sagt mir überhaupt nicht zu, aber ich verstehe es. Autsch. Ich hoffe, dass das gerade kein Riesenfehler war. Ist aber durchaus möglich. Okay, ich werde ein Stück in die richtige Richtung geschoben. Wahrscheinlich. Oh, nee, okay, klar. Er kann auch ganz nach oben. Okay. Dann macht es aber zumindest nichts mehr. Ah, nicht mehr aus. Nicht wirklich das Ideale. Der Gegner wählt eine Fähigkeit aus, wenn... Ah, fliegender Tackle. Ja, klar, warum nicht? Ich dachte, fliegender Tackle funktioniert ähnlich wie... Dings da, wie Tackle. Au. Ich spiele so wenig gegen Breton. Die Taktik ist jetzt so vollkommen merkwürdig für mich. Davon abgesehen spiele ich schlecht. Ah ja, okay. Was vollkommen anderes als der normale Tackle. Autsch. Autsch. Was soll ich denn hier hinten? Das bringt mir doch gar nichts. Okay, das hier ist kein Unterstützer. Das heißt, wir können den hier zumindest mit einem Würfel angreifen. Das gefällt mir hier alles gar nicht. Okay, mit zwei Würfeln. Wir können mit Hank Pym direkt hinrennen.
Gelb, 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 gelb. Danke sehr. Okay. Wie lautet der Plan? Wenn wir die beiden hier wegbekommen, dann kann Jason Solo problemlos loslaufen. Okay, da brauchen wir schon mal unseren Reroll. Und das bringt nichts. Oh, okay, doch bringt irgendwie schon was. Ich habe die Fähigkeiten mal wieder verwechselt. Hier liegen zu viele Leute rum. Okay, wir bekommen unseren zweiten unsere zweite Laufeinheit mit Möglichkeit des Rerolls. Auch wenn der Reroll gezündet hätte, wäre ich wahrscheinlich weitergelaufen. Weil wirklich viele andere Möglichkeiten, an den Ball zu kommen, habe ich gerade nicht. Er hat trotz seiner ganzen Fouls auch noch keine seiner Bestechungen benutzen müssen. Er hat das Bloodweiser Babe und ja, selbst wenn nicht, hat er drei Leute auf der Ersatzbank. Das heißt, er kämpft auf jeden Fall vollzählig nach dem Turnover. Ich mag keine Foul-Taktiken. Ich weiß, es gehört zum Spiel. Ich sag auch gar nichts dagegen, dass er sie benutzt. Ich mag sie nur eben nicht. Sie wirken eben unfair. Böse und gemein. Ja, hätte ich vorher gewusst, dass ich noch Stephen Hawking bewegen werde, hätte ich den auch eher noch hierhin geschoben. Dann hätten wir an beiden Seiten Leute gehabt. Wäre ein bisschen besser gewesen. Jetzt muss er nur einmal ausweichen. Und der hat auch noch ein eingebautes Ausweichen. Hey, das Abrollen schlug fehl. Und also, ich habe vorhin auch eine Doppel 1 gewürfelt. Das schaffst du jetzt beim Ausweichen auch. Achso, nee, du brauchst ja nur eine 2, eine Doppel 2. Oh, okay, er will gar nicht laufen erstmal. Ah. Eine Lähmung, okay, damit kommen wir klar. Alles ist gut. Wir bekommen auf jeden Fall rote Würfel, wenn wir den angreifen wollen. Eventuell muss ich das trotzdem versuchen. Schiri. Wenn das fehlschlägt, wird er wahrscheinlich nicht mal eine Bestechung benutzen.
Nicht unbedingt das Schönste. Aber es klappt. Okay. Da haben wir leider kein eingebautes Ausweichen. Ja, da. Oh, Moment. Doch, hat funktioniert. Wunderbar. Alles gut. Ah, Moment mal, nein, wir können hier den Blitz benutzen. Verdammte Unterstützer! Ich wünschte auch, es gäbe eine Möglichkeit, das die ganze Zeit eingeblendet zu lassen, ohne dass es einem den ganzen Bildschirm hier versperrt. Mit den Anzeigen. Also wenn die hier klein daneben wären zum Beispiel, aber so, dass die groß da drüber sind, das ist unpraktisch. Ich müsste eigentlich permanent hin und her schalten, was ich wegen der Aufnahme nicht machen will. Wenn man nicht aufnimmt, gar kein Problem. Kann man hin und her wechseln, wie man will. Das heißt, das ist auch weniger ein Problem des Spiels an sich, sondern ein Problem meinerseits als Aufnehmer. Im letzten Spiel habe ich recht gut gewürfelt, jetzt nicht mehr so. Aber es kommt eben auch dazu, wie vorhin schon gesagt, ich spiele auch schlecht. Es ist nicht so, dass die Würfel gerade dafür sorgen, dass ich nichts hinbekomme. Ich meine, sie helfen mir auch nicht, aber. Und das ist ein Tackler. Gut, ja. Okay, er schiebt mich dorthin. Das ist. Au! Bitte nichts Schlimmes, ich habe keinen Apotheker mehr. Okay. Und er kann sich hier hinstellen noch. Oh, okay. Macht er nicht. Dann reichen ihm die zwei Würfel. Ja. Und ich nehme an, dass er jetzt durchläuft. Obwohl, vielleicht will er auch noch ein bisschen zögern, weil er herauszögern, weil er mich einfach so noch verprügeln kann. Kann momentan ja nicht so viel dagegen machen. Okay, wir haben zwei Verletzte. Ein K.O. Und einer ist eben auf der Ersatzbank. Das heißt, momentan fehlen uns vier Leute und wir bekommen vier. Das ist akzeptabel, nehme ich an. Schiri, ich rufe schon mal. Schiri, er tut schon wieder. Okay. Gut, wenn wir ihn blockieren, dann haben wir immerhin unsere
unseren einen Würfel. So. Und wir haben leider keinen Reroll mehr. Nein, das wäre dämlich. Was ist besser? Den einen Würfel nehmen? Oder das Ausweichen hier? Der eine Würfel wäre besser gewesen. Ich bestimme es jetzt einfach mal so. Weil damit hätten wir es auf jeden Fall geschafft, jetzt den Ball zu bekommen. Wieder eine 1. Ich meine, okay, wenn es die 2 gewesen wäre, hätte ich... wäre ja in Ordnung gewesen, dann... Klar, wenn man sowas riskiert, dann kann man mal umkippen. Aber auch immer wieder die 1 hier. Das gefällt mir nicht. Ja, in der Runde wird er jetzt nicht faulen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Au! Und bitte nicht. Okay. Und er läuft. Oh, macht er doch noch das Foul? Schiri! Naja, immerhin, das könnte bedeuten, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Autsch. Schiri. Und ein K.O. Ja, war ja eine tolle erste Halbzeit. Hoffen wir, die zweite läuft ein bisschen besser. Unwahrscheinlich, weil wir jetzt mit weniger Leuten antreten. Oder besonders auch mit weniger guten Leuten. Wir haben ja... Samantha Carter liegt, glaube ich, gerade draußen. Meine K.O.s stehen auch nicht auf. Das ist auch nicht gut. Ich glaube, damit bin ich jetzt eine in Unterzahl. Aber wir können ja direkt noch einen Turnover machen und dann... Okay, ziehen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das haut nicht hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Ich habe doch drei Leute, die... Achso, nein, klar. Ich hatte jetzt verpasst das nächste Spiel, deswegen hatten wir einen Ersatzspieler weniger. Okay, wenn die beiden aufstehen, sind wir einen in Unterzahl. Ach Gott. Ja, Samantha Carter liegt draußen. Die Unterstützer hat er hier hingestellt, um zu nerven. Das hier ist kein Unterstützer, okay. Aber es kann doch nicht so schwierig sein, für den letzten Zug eine Aufstellung zu basteln. Okay, er stellt Opferlämmer nach vorne.
hast du Zeit. Okay. Ein Team soll ich aufstellen. Den hier will ich natürlich treten. Den will ich natürlich treten. Ganz, ganz toll. Jetzt kann er einfach die Linie vollstellen und ich habe nicht mehr wirklich Möglichkeiten. Ach ja, das kann er natürlich auch noch machen. Darf ich da auch Schiri rufen? Ich habe das Gefühl, ich müsste da Schiri rufen. Los, kommt alle mit ran. Genug Platz an der Mittellinie. Ich bin bereit, den Zug zu beenden. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel rede, aber naja, ich habe jetzt so nichts zu tun, gerade ist keine Strategie auszuarbeiten. Ich muss jetzt erst einmal gucken, ob meine Leute aufstehen. Und ich bin etwas frustriert. So ein klein wenig. Na, die einzige, die jetzt eben noch frei steht, ist natürlich Felicity Smoke. Die ich aber nicht angreifen lassen kann, weil sie rasend hat. Ne, und für den einen SSP werde ich das auch nicht riskieren. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mehr gefallen als mir. Wir sehen uns in der nächsten Halbzeit. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.